Wildkarpfen, Marmorkarpfen und das alles an einem klassischen Spot hier an der Sura, wo es auch mit der richtigen Futtermische immer mal wieder Silberkarpfen gibt. Gucken wir mal an, was hier so geht. Also ich stehe schon ein bisschen und an für sich suche ich jetzt den Wildkarpfen. Denn wir haben im letzten Livestream hier schön geangelt und haben auch ordentlich was rausgezogen. Es wurden ein paar Trophys gefangen, aber das Ganze ging komplett auf Marmorkarpfen. Der läuft hier tatsächlich auch sehr gut. Und ja, weil ich auch den dann hier an der Sura abschließen konnte, habe ich gedacht, allen jetzt fehlt ja an für sich nur noch der Wildkarpfen. An der Sura als Trophy. Und deswegen habe ich die Futtermische so ein bisschen umgebaut, die Köder auch noch ein bisschen umgebaut. Und jetzt probieren wir hier einfach tendenziell eher auf Wildkarpfen. Ja, Marmorkarpfen, wie gesagt, funktioniert. Das Ganze ist auch schon im Discord beschrieben. Einfach mal reingucken, Link zum Discord ist direkt unter dem Video. Und da ist der Spot auch weiter beschrieben, dann speziell für Marmorkarpfen. Bisschen andere Futtermische, bisschen andere Köderkombination. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Gerne etwas größere Pellets verwenden. Und dann ballern da auch die Trophys rein. So sieht es gerade aus. Ich habe erst ein bisschen rumprobiert, ein bisschen getestet, verschiedene Aromen. Und jetzt so langsam und speziell dann eben auch in den Abendstunden und in der Nacht zeichnet sich natürlich ganz klar ab, dass der Wildkarpfen dann da reingeht. Aber noch nicht groß genug. Da fehlt es noch ein bisschen. Da muss noch ein bisschen Masse rein. Da kann noch ein bisschen mehr Speck an den Wildkarpfen. Also, da muss noch ein bisschen was passieren. Und das heißt, entweder die Boilies gleich noch mal ein bisschen größer machen oder vielleicht doch noch mal an der Futtermische oder tatsächlich an der Köderkombi ein bisschen rumtüdeln, ein bisschen ja, variieren. Aber das werden wir gleich rauskriegen oder noch weiter testen. Denn irgendwann muss eben auch hier mal der Wildkarpfen reingehen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, wenn wir die Map aufmachen, sehen wir natürlich hier direkt an der City, am Dorf sozusagen. Wir gehen am Fischmarkt einfach nur dran vorbei und sind hier direkt auch neben dem Bootsanleger. Also eine ganz klassische Stelle, wo man gar nicht weit laufen muss. Man kann direkt hin, also spawnen, direkt runterlaufen und dann hier an dieser Stelle eben direkt hin. Das sind die Koordinaten 81, 32 und das sind eben auch genau die Koordinaten. Es gibt verschiedene auch Videos schon dazu zum Silberkarpfenangeln. Wenn du Silberkarpfen suchst, ich verlinke nochmal das Video, das letzte mit Ködern, mit Futtermische zum Silberkarpfen. Wir werfen hier auf 35 Meter raus und zwar da hinten so an diese Kante, an diese Schilfkante oder mal einfach so diesen Baum hier im Blick behalten. Wenn ihr mehr so Bäume anpeilt, dann einfach hier den letzten Baum anwerfen. Läuft eben auch immer ganz gut, da wo das Auge jetzt gerade ist, in diese Area 35 Meter raus damit. Weil wir jetzt hier ziemlich große Fische fangen wollen und zwar auch extrem kampfstarke Fische, ist das nichts für 0815 Setup und auch weniger was für einen Mittelklasse Karpfen Setup. Also Fortuna Carp und HSV Angler, nicht unbedingt euer Part hier. Wenn ihr hier unbedingt hin wollt, ich würde es vielleicht einfach mal versuchen mit Tauwurm. Auch an dieser Stelle, auch simpel, dann wie gesagt vom Setup ähnlich aufbauen oder das, was eben aufbauen könnt, also ungefähr mit 18 Kilo Setup. Und dann aber einfach nur einen Tauwurm rausballern. Gleiche Entfernung, denn dadurch hat man eine größere Spanne. Man kriegt vielleicht sogar nachts noch Sterlets rein oder sowas. Und die nicht ganz so großen Fische. Und dafür trotzdem eine schöne Frequenz. Und auch damit kann man dann ein bisschen Cash machen. Also Tauwurm auch immer ein absoluter Klassiker hier an der Sura. Speziell eben auch für diese Fische durchaus eine Option. Oder eben deutlich kleinere Boilies nehmen, damit da nicht die ganz großen reingehen, denn die ganz großen Brocken aufgrund der heftigen Strömung hier, die hauen euch eure HSV komplett in den Binsen. Also der Verschleiß dann auf der Bremse extrem.
Viel mitlaufen, wenn ihr dann doch mal irgendwie was Großes dran habt. Auf jeden Fall sehr, sehr viel mitlaufen und immer gucken, dass man den langsam müde kriegt und dann mit der Strömung später halt langsam einkurbeln. So, jetzt gucken wir mal. Die nächsten, ja, etwas kleineren. Ich bin auch nicht ganz so riesig groß von den Boilies zum Testen. Ich wollte erstmal gucken, ob was geht. Wir gucken uns das natürlich jetzt gleich am besten mal an. Wie sieht denn... komm raus. Der nächste kleine. Wie sieht denn das Setup aus? Also, gucken wir mal als erstes rein. Setup natürlich wieder groß aufgebaut hier. Mit dem schwersten, was so geht. Ich verwende jetzt hier gerade gerne einen 3-0er-Haken. 4-0er, ja, auch eine Option, aber für so ein bisschen mehr Frequenz. Und an für sich so 3-0er ist schon eine richtig gute Größe für diese Fische. Alles natürlich hier auf 36 Kilo, also so schwer, wie es halt gerade geht beim Karpfenangeln. Und dann läuft das Ganze auch. Und wie gerade schon gesagt, wenn man hier mit kleinerem Setup steht, vielleicht nur einen 1-0er-Haken verwenden und dann so die Boilie-Größen, gucken wir uns gleich auch noch an, nicht ganz so groß wählen oder einfach mit einem Tauwurm. Tauwurm, beste, läuft einfach richtig gut hier. So, erstmal wieder raus damit. Das muss ja auch gleich noch weitergehen. Futtermische und so und Köder gucken wir uns gleich noch direkt an. So, es kann natürlich auch immer sein, dass das so ein bisschen abtreibt hier. Wie gesagt, die Strömung ist einfach heftig. Da gibt es auch noch spezielle Bleie für. Es gibt solche flachen Bleie, die sind haken dann halt ein bisschen besser fest. Also auch das durchaus eine Option. Na, der hat sogar ein bisschen mehr Bock. Jawohl, ein bisschen was Größeres. Ja, wie gesagt, Abendstunden, die Nacht über, bis in die Morgenstunden, da ist der Wildkarpfen dann deutlich aktiver. Tagsüber nimmt das so ein bisschen ab. Und dann haben wir hier auch gerne mal natürlich dann die Marmorkarpfen drauf. Mal gucken, was wir jetzt haben. Haben wir das schon alles schön auf Wildkarpfen getrimmt? Nee, jetzt kommt auch direkt wieder der Marmor. 6 Uhr morgens. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Nehmen wir alle mit. So, komm ran hier. Zack, 13 Komma. Ja, kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Aber der Marmor ist halt der Wildkarpfen ist halt der, der ein bisschen mehr Silber auch noch bringt. So. Und vielleicht nicht ganz so kampfstark ist wie so ein Marmorkarpfen. Jetzt gucken wir uns mal eben das Futter an und, nein, die Köder und das Futter. Denn da sind wir jetzt so ein bisschen Spielereien mit drin. Müssen wir gleich mal sehen, wie das alles aussieht. Also, erstes Setup hier ist mit Thunfisch, Heilbutt und eben Heilbutt nochmal als Dip. Also, hier ist jetzt der Heilbutt eher Schwerpunkt. Heilbutt Soluble eben auch gewählt und eben hier mehr auf Heilbutt das Ganze. Beim zweiten Setup, das piept auch gerade schon wieder, ist das Ganze auch nochmal, aber nicht mit Heilbutt Soluble, sondern mit dem Standard Heilbutt, Thunfisch, Heilbutt, Thunfischöl. Und das dritte, was auch schon ganz gut lief, direkt am Anfang, da ist das nochmal ein bisschen gedreht. Also alles klassische Haarmontage, sinkende Boilies oder Pellets. Und hier sind es jetzt quasi die Pellets, 18er Heilbutt Pellets und dann eben hier mit Thunfisch und Pfeffer Soluble. Auch richtig schön, immer diese auflösenden Boilies verwenden, die halt nochmal mehr locken. Und dann eben Thunfischöl da drinne. Und dann lüppt das Ganze, da haben wir schon wieder Biss. Und dann sieht die Futtermische so aus, dass sie eben speziell nochmal für Wildkarpfen so ein bisschen mehr auf Wildkarpfen quasi getrimmt ist. Also mit Sonnenblumenkernen als Basis, das kommt immer wieder gut beim Wildkarpfen. Es gab auch mal eine Zeit lang, da ist der Wildkarpfen komplett auf Sonnenblumenkern-Boilies gegangen. Also das kann man auch gut mal testen und verwenden. Und hier sind es jetzt nur zwei Komponenten, die quasi die Richtung vorgeben. Das gesamte Set ist... Oder die gesamte Futtermische ist eher, wie gesagt, auf Wildkarpfen getrimmt. Und dann eben nur zwei Komponenten oder eigentlich die Soße dann auch, sagen wir mal drei Komponenten davon. Die sind dann nochmal so ein bisschen mehr auf die Köder quasi abgestimmt. Also Thunfisch und Heilbutt, jedes Mal die beiden großen Feedpellets mit drin. Wir wollen ja halt richtig schön große Dinger drin haben. Dann haben wir hier gehackte Würmer drin, Sonnenblumenkern-Feedpellets auch nochmal mit drin. Und dann eben Thunfisch nochmal als Soße.
Und dann gib ihm. So. Jetzt aber schnell rausziehen. Es bimmelt ja hier mehrfach schon wieder. Also, die Frequenz hier ist wirklich gut. Ja, der hat auch ein bisschen Bock. Es gehen hier auch richtig schön dicke Brocken rein. Wenn er, wie gesagt, hier jetzt so ein bisschen Action macht, dann laufen wir hier einfach rüber. Und ziehen den mit der Strömung. Nicht auch noch gegen die Strömung drillen. Sondern wir ziehen den jetzt hier schön mit der Strömung runter. Das macht das Ganze viel einfacher. Oh, der kämpft noch ein bisschen. Das ist schön. Haben wir denn noch Spielraum? Nee, müssen wir gar nicht ausnutzen. Also dem dann auch wieder ein bisschen Zeit geben. Wenn die Bock haben, auch einfach ein bisschen ziehen lassen. Und dann einfach gucken, dass sie dann halt gegen die Strömung abhauen. Das macht sie natürlich dann richtig schön müde. Jawohl. Und wir ziehen die dann, wenn sie müde geworden sind, mit der Strömung langsam schön runter hier. Ja, sehr gut. Der hat sogar noch ein bisschen mehr Bock. Ich dachte gerade so, vielleicht so ein 15 Kilo. Aber ich glaube, der wird sogar noch ein bisschen größer. Je nachdem, wie lang der Drill jetzt ist, sehen wir dann auch gleich, ob das ein richtig schwerer Brocken ist oder nicht. Die Trophy gestern hat ein bisschen gedauert tatsächlich. Brutal reingedrillt, weil es eben auf die letzte Minute losging. Die letzte Minute vom Turnier. Und ausgeschlitzt. Ja, doch übertrieben. Ich habe es mir schon fast gedacht. Bremse einfach nicht zu hoch machen. Einfach übertrieben wieder. Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Also anfangs erstmal so ein bisschen ziehen lassen. Nicht zu hart reingehen. Passiert einfach. Aber die Frequenz hier ist gut genug, dass da sowas gleich direkt wieder reingeht. Ja, wie gesagt, einfach nicht zu hoch drehen am Anfang die Bremse. Wenn, also gerade in dem Moment, in der Phase, wo der halt richtig voller Elan ist, der Fisch, voller Action, dann eben erstmal ein bisschen locker reingehen, ihn ein bisschen ziehen lassen. So, da ist auch wieder was dran. Und dann, wenn er sich so ein bisschen abreagiert hat, dann geht man langsam dahin und macht dann die Bremse wieder ein bisschen höher und dann zieht man ihn auch einfach raus und gut ist. Na, wo hängt er denn jetzt hier? Der hat sich hier schön verklemmt. So, direkt durch die Luft gezogen und getrocknet. Ja, aber das ist hier die Stelle. Ich glaube, wir haben alle möglichen Infos. Und ihr seht, die Frequenz ist tatsächlich gut. Es läuft. Wir gucken am besten gleich nochmal in den Kescher rein, wie das so ist von den Preisen. Preisunterschied zwischen dem Marmor und dem Wildkarpfen. Der ist nicht gewaltig, aber es gibt halt einen schönen kleinen Unterschied. Und daher wäre an für sich fürs noch mehr Cash machen der Wildkarpfen eben nochmal interessanter. Gucken wir mal eben rein. Praktischerweise auch direkt hier hinter uns. Zack, der Fischmarkt. Also nach Preisen sortieren. Und dann vergleichen wir mal eben hier. Ja, das sieht man doch hier perfekt. Das ist doch quasi fast eine Klasse. 13,7 zu 13,9. Sogar der etwas schwerere ist ungefähr 7 Silber günstiger. Zack, 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 hier 240 Silber jetzt hier in der Zeit, in 40 Minuten. Und da geht eben noch mehr. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Gönnt euch einen heftigen Drill, wenn es dir geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.